Die Proteste in Katalonien sind erneut in Gewalt umgeschlagen. In Barcelona greifen hunderte Demonstranten die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern an. Auch in anderen katalanischen Städten gehen tausende Unabhängigkeitsbefürworter auf die Straße. Die spanische Regierung verurteilt die gewaltsamen Proteste scharf. Auslöser der Proteste war ein Urteil von Spaniens oberstem Gerichtshof gegen 9 prominente katalanische Unabhängigkeitsbefürworter. Sie erhielten Haftstrafen von bis zu 13 Jahren wegen Aufruhrs und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, im Oktober 2017 ein von der spanischen Justiz als illegal eingestuftes Unabhängigkeitsreferendum organisiert zu haben.